Hallo Leute, hier müssen Sie irgendwo sein. Kommt mit. Ich spreche von Sauriern, den Giganten des Erdmittelalters. Wow! Diese riesigen Echsen haben vor Millionen von Jahren gelebt und sind alle ausgestorben. Aber dank der Arbeit von Forschern und Modellbauern können wir die Saurier auch heute noch in tollen Ausstellungen bewundern. Aber Achtung, Saurier ist nicht gleich Saurier. Die Dinosaurier wie der Tyrannosaurus Rex sind die bekanntesten Saurier. Sie lebten größtenteils an Land. Flugsaurier waren Reptilien, die mit ihren Flughäuten sogar fliegen oder zumindest gleiten konnten. Und Meeressaurier waren Reptilien, die komplett an das Leben im Wasser angepasst waren. Manche Arten sahen mit ihren Flossen aus wie Fische, andere besaßen Schwimmpaddel. Und diese Meeressaurier schauen wir uns heute mal genauer an. Au Backe, ganz schön einschüchternd, oder? Ich suche jetzt mal lieber den Bernd. Bernd ist nämlich der Spezialist schlechthin, wenn es um Saurier geht. Wow! Was ist das denn für ein Riesenkerl? Hallo Bernd! Ah, hi Anna! Ich meinte den Saurier, nicht dich! Willkommen bei den Sauriern. Komm doch einfach mal runter. Ja, mach ich! Wow! Der sieht echt richtig cool aus. Der ist cool, ne? Wer ist das überhaupt? Ja, das ist ein Spinosaurus. Ah, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ja, und zwar ein Spinosaurus ist ein Dinosaurier. Und zwar sogar der größte Raubsaurier, den wir heute kennen. Der Spinosaurus wurde 18 Meter lang und hat vor etwa 90 Millionen Jahren gelebt. Sein Spitzname Dornechse. Ja, das Besondere an dem ist, dass er im Wasser gelebt hat. Das ist bei den anderen Dinosauriern nicht so. Die haben ja alle an Land gelebt. Und guck dir mal die Schnauze an, der hat ganz spitze Zähne und hat auch so ein Gesicht wie ein Krokodil eigentlich. Solche Zähne hat auch der hier. Oh Leute, schaut euch mal den Kerl an, der sieht ganz schön gefährlich aus. Was ist das denn? Das ist ein Liopleurodon, das ist ein Plesiosaurier. Der Liopleurodon wurde bis zu 12 Meter lang und hat vor etwa 170 Millionen Jahren gelebt. Sein Name bedeutet glattseidiger Zahn. Aber es gibt auch kleinere Meeressaurier. Ah, das sieht jetzt aber eher aus wie ein Fisch. Ja, ist aber keiner. Sondern? Fischsaurier. Und zwar ist er mehr Saurier als Fisch. Das heißt, er hat jetzt auch gar keine Kiemen? Nein, die haben die nicht. Die stammen ja von Landtieren ab. Die müssen an die Wasseroberfläche, um zu atmen. Und wenn sie tauchen, müssen sie die Luft anhalten. Und wie heißt der? Das ist ein Mixosaurier. Der Mixosaurier wurde nur etwa einen Meter lang und lebte vor ca. 235 Millionen Jahren. Sein Name bedeutet vermischte Echse. Bernd, du bist ja Paläontologe. Das heißt, du beschäftigst dich mit Lebewesen und auch Lebewelten, die vor mehreren Millionen Jahren existiert haben. Ganz genau, ja. Wie kann man sich denn deine Arbeit vorstellen? Ja, mein Spezialgebiet ist zu rekonstruieren, wie diese Tiere ausgesehen haben und wie sie sich bewegt haben. Also das nennt man Biomechanik oder Lokomotionsforschung, also Forschung an der Fortbewegung. Da bin ich Spezialist. Wie kann man das rausfinden, wie die ausgesehen haben? Hat er jetzt keine Videos oder Fotos von der Zeit? Die haben wir leider nicht, aber dafür haben wir Fossilien. Da hat man diese Tiere als Versteinerung, da hat man die versteinerten Knochen. Und daran kann man schon eine ganze Menge erkennen. Es ist so, dass man dann heutige Tiere zum Beispiel nimmt und die schaue ich mir natürlich genau an, wie die funktionieren, wo die Muskeln da sitzen. Und das ist alles recht ähnlich. Und das kann man übertragen auf diese versteinerten Knochen, die wir finden. Und solche Fossilien, die gibt es übrigens noch haufenweise in der Welt. Und deswegen mache ich mich jetzt mal auf die Suche. Vielleicht habe ich ja Glück und finde was. Ab in den Geopark. In einem Schieferbruch treffe ich Iris. Die Geologin hilft mir bei der Suche nach Fossilien. Ja, ich will jetzt unbedingt anfangen zu buddeln. Ja, ich auch. Der Bagger schaufelt für uns neues Steinmaterial an die Oberfläche. Und los geht's. Probieren wir mal unser Glück. Ich zeig dir mal, wie das geht. Du nimmst eine dickere Platte, machst es entlang, so, entlang dieser Schichtung. Hopp, jetzt fällt's um, natürlich. Und?
Da ist zum Beispiel ein kleines schon drin. Das gibt's doch nicht. Doch. Tatsächlich. Gleich beim ersten Mal so ein Glück gehabt. Mhm. Was ist das jetzt? Das ist ein Ammonit. Das ist, sieht aus wie eine Schnecke, ist aber keine. Das sind ausgestorbene Verwandte vom Tintenfisch. Und so wird aus einem lebenden Ammoniten ein Fossil. Vor 180 Millionen Jahren schwamm das Tier durch das Meer, das die Region damals bedeckte. Eines Tages starb der Ammonit, sank zu Boden und wurde nach und nach mit Schlamm bedeckt. Irgendwann verschwand das Meer, der Schlamm erhärtete und wurde zu Stein. Der Ammonit wurde darin als Fossil aufbewahrt. Abgefahren, oder? Ein Riesenglück für uns, denn jetzt können wir sehen, wie die Tiere vor 180 Millionen Jahren ausgesehen haben. So, jetzt will ich aber auch mein Glück versuchen. Mit Hammer und Meißel klopfe ich los. Mist, nichts drin. Bei Iris läuft die Suche besser als bei mir. Oh, Anna, ich habe was gefunden. Komm mal her. Es ist Katzengold, ein Mineral. Und ich stehe immer noch mit leeren Händen da. Wieder nix. Dafür zaubert Iris einen Stein mit versteinertem Holz hervor, sogenanntes Gagat. Ich gebe meine Hoffnung noch nicht auf. Ich habe was gefunden, Iris. Kannst du dir mal helfen? Okay. Boah, das ist was richtig Cooles. Wow. Super, wow, sind oder? Die riesig. Auch Ammoniten. Ja, auch aber Ammoniten, riesige. Aber andere. Ja. Ganz vorsichtig. Boah, also echt wunderschön. Ich bin ja schon ein bisschen stolz, dass ich das gefunden habe. Ist das jetzt was Besonderes oder findet man sowas häufiger? Also in der Größe ist es schon was richtig Besonderes. Also ich bin schon beeindruckt, wirklich wahr. Echt. Aber eigentlich wollte ich ja einen Meeressaurier finden. Die Chance gäbe es hier theoretisch auch, oder? Theoretisch schon. Also hier hat man schon ganz, ganz schön viele von diesen Sauriern gefunden. Ja. Und hier in der Nähe gibt es ein Museum, da kann man die mal angucken. Ja, dann nichts mehr hin. Ja, das ist gar nicht weit. Im Haufmuseum in Holzmaden sind viele tolle Fossilien von Meeressauriern ausgestellt. Okay, wow. Das ist schon ein anderes Kaliber als die fossilen Ammoniten, die wir da gefunden haben. Boah. Ja. Und das wurde jetzt auch hier in der Schwäbischen Alb im Geopark gefunden. Ja. Was ist das denn jetzt für ein Meeressaurier? Ein Ichthyosaurier, ein Fischsaurier. Ja. Und der hat eben im Jurameer gelebt vor 180 Millionen Jahren. 180 Millionen Jahren. Also in der gleichen Zeit wie die Ammoniten vorhin. Am meisten beeindruckt mich tatsächlich die Größe von dem. Ich muss den jetzt einfach mal ablaufen, um zu schauen, wie lang der ist. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 Meter. Wahnsinn. Ist das so eins der größten Exemplare oder gibt es da noch größere? Es gibt noch größere. Also die größten, die man hier von der Gegend kennt, sind 18 Meter lang. Also der ist gerade so mittlere Größe. Ja, der ist aber auch schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Der Ichthyosaurier auf einen Blick. Über 18 Meter lang, vor etwa 180 Millionen Jahren gelebt, sein Spitzname Fischechse. Bei einem versteinerten Saurier haben die Forscher etwas Erstaunliches gefunden. Ah, also das sieht mir jetzt auch nach lauter so kleinen Skeletten da drin aus. Ja, diese Blättchen, das sind die Wirbel. Und das sind quasi die Jungen, die die im Bauch trägt. Ein schwangerer Ichthyosaurus? Genau. Weil die Ichthyosaurier, die waren Lebendgebären, die haben also keine Eier gelegt, weil die mussten auch, das sind ja Reptilien und normalerweise müssen Reptilien an Land, um Eier zu legen, aber das mussten diese nicht, die haben ihre Babys quasi lebend bekommen. Also auch was ganz Besonderes. Ja. Wow, abgefahren. Wann wurde denn der erste Ichthyosaurier gefunden? Das war 1811 in England und das Tolle ist, das war ein Mädchen, die war gerade mal 12 Jahre alt. Das ist ja toll. Da seht ihr es, man muss nicht groß sein, um was Großes zu entdecken. Und dank dieser Fossilien können Saurierforscher darauf schließen, wie die Tiere einmal ausgesehen haben und lebensgroße Modelle anfertigen. Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange.
Der Spinosaurus wird zusammengeschraubt und Bernd und ich packen jetzt auch mit an. So, Leute, jetzt wird's richtig spannend. Wir bauen jetzt ein Modell auf vom Tylosaurus. Da unten liegt er schon parat. Sieht riesig aus. Wie groß wird der? Der ist jetzt 12 Meter lang. Boah, das ist lebensgroß, oder? Ja, das ist lebensgroß. Und das war auch einer der ganz Großen in der Zeit, als er gelebt hat. 12 Meter lang und vor etwa 90 Millionen Jahren gelebt. Der Tylosaurus trägt den Spitznamen Kopfschnauzenechse. Das hört sich ganz schön anstrengend an. Ja, das wird auch anstrengend. Und es gibt auch noch eine Denkaufgabe für dich. Während wir nämlich das Tier zusammenbauen, musst du rausbekommen, wer die nächsten heute lebenden Verwandten sind von diesem Tier. Okay, die nächsten heute noch lebenden Verwandten. Ja, ich gebe dir auch noch einen Tipp. Es ist nicht das Krokodil. Mist, ich dachte, ich hätte es schon raus. Na gut, dann ab an die Arbeit. Ja, dann gehen wir mal los. Wir beginnen hinten am Schwanz. Alleine der ist 6 Meter lang. Die Forscher waren beim Nachbau sehr genau. Sieht doch schon mal nach Reptilienhaut aus. Hier so einzelne Hornschuppen, oder? Genau, das sind Hornschuppen, so wie bei heutigen Reptilien auch. Tada! Was sagt uns jetzt dieser Schwanz hier? Ja, man sieht ja so an der Biegung, dass er sehr flexibel gewesen ist. Und diese Saurier, die sind mit sehr starken Körperbiegungen geschwommen. Und hinten, hier geht die Wirbelsäule lang und die geht hier rein in die Schwanzflosse. Das ist eigentlich so das Ruderblatt, mit dem der seinen Antrieb macht. Mit dieser riesigen Schwanzflosse war er wahrscheinlich auch ziemlich schnell unterwegs, oder? Ja, das war vor allem ein sehr guter Sprinter, der konnte sehr gut aus dem Stand so losschießen und seine Opfer richtig überfallen. Ja, wenn du das jetzt hier so anschaust mit der Schwanzflosse, hast du schon eine Idee, welcher nächste Verwandte da in Frage kommen würde? Ja, tatsächlich habe ich eine Idee. Die Schwanzflosse erinnert mich nämlich sehr an einen Raubfisch. Ich mache mich mal schlau. In einem Aquarium treffe ich Tierpfleger David. Der kann mir bestimmt sagen, ob ich mit dem Hai richtig liege. Wow, toll, oder? David, der Grund, warum ich ja eigentlich auf den Hai gekommen bin, als noch nächsten lebenden Verwandten vom Tylosaurus, ist die Schwanzflosse. Die sieht für mich sehr ähnlich aus und ich habe schon gelernt, beim Tylosaurus ist die Wirbelsäule unten in die Schwanzflosse reingegangen. Ich habe jetzt aber hier gerade beim schwarzspitzen Riffhai gesehen, die ist unten ganz kurz und oben ist die länger. Wofür braucht er die Schwanzflosse? Also die Schwanzflosse benutzen sie, um sich vorbewegen. Also die macht Links-Rechts-Bewegung, das wieder einfach nach vorne. Also wenn ihr wieder vorbei schwimmt, dann kannst du sehen, dass die Wirbelsäule richtig nach oben geht. Beim Hai wächst die Wirbelsäule also nach oben in die Schwanzflosse. Beim Tylosaurus wächst sie jedoch nach unten. Die Ähnlichkeit ist also nicht so groß, wie ich dachte. Die Schwanzflosse ist für den Hai übrigens überlebenswichtig. Also wenn die nicht schwimmen, können sie nicht atmen. Da kommen wir wieder. Bewegt die Schwanzflosse, Mund ist auf, Wasser fließt durch den Mund, geht raus zu den Kiemen, kann atmen. Das ist ja spannend. Das heißt, der muss immer in Bewegung sein, der kann nicht schlafen und sich irgendwie hier in den Grund legen. Nee. Also bei solcher Art von Haie, man geht davon aus, dass das Gehirn schläft so eine Hälfte und dann schläft die andere Hälfte. Ich halte fest, der Hai ist ein Fisch und atmet mit seinen Kiemen. Der Tylosaurus ist ein Reptil und atmet mit seiner Lunge. Die zwei können gar nicht verwandt sein. Leute, sieht so aus, als lag ich mit dem Hai voll daneben. Ich muss zurück zum Bernd und ihm das beichten. Vielleicht komme ich beim zweiten Bauteil auf die Lösung. Tja, das ist die Flosse jetzt hier. Ja, wie viel hat er davon? 4. 2 vorne, 2 hinten. Und was ist das hier? Ja, das sind jetzt erstmal hier solche Hornplatten. Aber darunter, da liegen die Fingerknochen, so wie bei meinen Fingern, bei meiner Hand. Okay, und damit kann er dann eben so lenken? Genau so steuern. Genau so. Wenn ich mir die Flosse jetzt so anschaue, dann kommt mir doch wieder eine Idee, mit welchem Tier der Tylosaurus verwandt sein könnte. Ich schaue mir das mal an. Das Tier hat einen großen Panzer und lebt im Wasser. Ihr habt die Meeresschildkröte bestimmt schon erkannt. Na, seht ihr die Flossen? Die sehen doch ziemlich genauso aus wie die von unserem Tylosaurus. Ich glaube, ich bin der Lösung schon sehr nah. Was sind denn Meeresschildkröten überhaupt für Tiere? Meeresschildkröten sind Reptilien. Reptilien?
Ja. Moment, das gefällt mir ja schon mal sehr gut. Das heißt, Sie müssen auch an die Wasseroberfläche, um zu atmen. Sie haben auch Lungen. Genau, richtig. Das geht doch schon mal in die richtige Richtung. Ja. Seit wann gibt es denn überhaupt Meeresschildkröten? Also Meeresschildkröte seit ungefähr 19 Millionen Jahren. Also unser Modell, das wir jetzt sehen. Ja. Schildkröte allgemein seit ungefähr 250 Millionen Jahren. Wenn die Meeresschildkröte seit 90 Millionen Jahren im Meer schwimmt, könnte sie durchaus eine Verwandte des Thylosauriers sein. Haha, also das sieht doch schon mal gut aus für mich. Die Flossen sehen sich ähnlich und sowohl Thylosaurus als auch Meeresschildkröte sind Reptilien. Also könnten sie miteinander verwandt sein, oder? Nicht unbedingt. Beide sind Reptilien, das ist richtig, aber auch Krokodile sind Reptilien. Und die sind aber nicht Verwandte von der Schildkröte. Das ist genau wie eine Giraffe und eine Maus. Also beide sind Säugetiere, aber die sind nicht Verwandte. Die Klasse der Reptilien ist eben sehr groß. Und die Schildkröten haben innerhalb dieser Klasse eine ganz eigene Linie gebildet. Sie besitzen andere Gene als die Saurier. Mist! Jetzt dachte ich schon, ich hätte die Lösung. Aber gut, dann muss ich ja noch ein bisschen weitersuchen. Zurück zum Bernd. Um das Rätsel zu lösen, brauche ich das dritte und letzte Bauteil, den Rumpf samt Kopf. So. Okay, das sind wieder ganz schön fiese Zähne. Die sind wirklich fies. Damit konnte der richtig gut seine Beute festhalten und zerreißen. Sieht aus wie so ein Drache, auch hier mit den Nasenlöchern. Ja, die sind so ein bisschen nach hinten verlagert. Das ist auch ganz typisch für Meeressaurier oder überhaupt Tiere, die im Meer leben, dass sie Nasenlöcher nach hinten verlagert sind, dass sie beim Auftauchen besser einatmen können durch die Nasenlöcher. Wow! Oha! Ja. Was für eine Zunge! Ist gespalten vorne. Ja, das ist nochmal ein Tipp, was es für ein Tier sein könnte, was am nächsten mit dem verwandt ist. Ich habe gerade keine Idee, aber wir können ihn ja erstmal zusammensetzen. Vielleicht fällt mir dann noch was ein. Das Modell wiegt 250 Kilogramm. Der echte Thylosaurus wog über 8 Tonnen. Schaut mal, Leute, ich bin gerade mal so groß wie die Schwanzflosse. Und dann steht der Thylosaurus. Und ich habe einen letzten Versuch, das Rätsel zu lösen. Also ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem nächsten noch lebenden Verwandten. Ich fasse zusammen. Gesucht ist ein Reptil mit Hornschuppen, 4 Flossen und einer gespaltenen Zunge. Ich glaube, ich habe eine Idee, was das Lösungstier sein könnte. Schauen wir uns das mal an. Ich bin bei einem Waran gelandet. Der gehört zu den Schuppenkriechtieren. Und mit diesen schönen Tieren kennt sich der Urs super gut aus. Können wir uns die denn mal ein bisschen näher anschauen, Urs? Das machen wir, auf jeden Fall, Anna. Sehr gut. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Genau. Wie muss ich den denn halten? Einfach die Hände aufmachen, ja. So draufsetzen. Oh, der fühlt sich abgefahren an. Was ist das denn jetzt für eine Waranart? Das ist ein Stachelschwanzwaran. Stachelschwanzwaran. Er fühlt sich auch stachelig an. Und wenn ich so über die Haut fahre, dann vermute ich mal, es ist ein Reptil, oder? So ist es, Anna. Ganz genau. Was mich jetzt allerdings ein bisschen irritiert, der hat jetzt nicht, wie unser Thylosaurus, so eine Schwanzflosse und Brustflossen. Der hat ja Beine. Der hat ja Beine. Wenn du diese Flossen von dem Thylosaurus anschaust und von den Fischen heutzutage, das sind wie so fingerähnliche Strukturen in den Flossen drin. Und das ist das, was wir hier an den Beinen haben und an den Zehen und Krallen. Aha, also das hört sich doch alles danach an, als hätte ich die Lösung gefunden. Jetzt muss ich eigentlich nur noch eine Sache überprüfen. Und zwar würde ich mir gerne die Zunge mal genauer anschauen. Wie können wir das denn machen? Wir können ihn füttern. Okay. So, da habe ich auch schon ein bisschen was geholt an Insekten zum Füttern. Jetzt mal schauen, ob er es frisst. Zack, ja, die Zunge. Ich habe sie gesehen und, was mir besonders gut gefallen hat, sie ist gespalten. Der Grund? Mit der gespaltenen Zunge können Warane ihre Beute oder Artgenossen perfekt orten. Denn das klappt mit 2 Zungenspitzen einfach besser als mit einer. Genau das habe ich ja gesucht, denn beim Thylosaurus ist sie auch gespalten. Damit ist, glaube ich, bewiesen, Thylosaurus und Waran sind verwandt. Ganz genau.
Perfekt, das muss ich jetzt gleich dem Bernd mitteilen. Der wird mächtig stolz auf mich sein. Los geht's. Tja, Bernd, ich habe die Lösung gefunden. Ja, wirklich? Ja. Das Tier, das heute noch lebt und am nächsten mit dem Thylosaurus verwandt ist, ist der Varan. Das ist richtig. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, also zum einen muss das ja ein Reptil sein. Richtig. Und die gespaltene Zunge. Die hat mich auf den richtigen Weg geführt. Das ist richtig. Varane haben tatsächlich eine gespaltene Zunge. Das haben die Mosasaurier auch gehabt. Aber es gibt heute auch noch ein Tier, was auch eine gespaltene Zunge hat und nicht ein Varan ist. Das sind die Schlangen. Die Schlangen haben auch eine gespaltene Zunge. Aber natürlich, die Schlange ist ja auch ein Reptil, hat Schuppen und eine gespaltene Zunge. Die Beine hat sie im Laufe ihrer Entwicklung einfach abgelegt. Aber bei Verwandtschaften im Tierreich geht es eben nicht nur um äußere Merkmale. Entscheidend ist der innere Bauplan. Na, findet ihr, meine Beißerchen können mithalten? Ich glaube nicht, aber macht doch nichts. Mein Besuch bei den Meeressauriern neigt sich dem Ende. Leider kann man die Saurier in ihrer Urform nur noch im Museum bewundern. Aber ihre nächsten Verwandten wie die Warane und Schlangen, die gibt's auch heute noch. Ich hoffe, ihr fandet's genauso spannend wie ich bei den Sauriern und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Hey Leute, ihr seid tierisch interessiert? Dann klickt hier und ihr bekommt immer unsere neuen Videos. Einfach weitergucken könnt ihr da.